Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid und ich begrüße heute von ganzem Herzen die liebe Maria Prian. Maria, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Es ist wirklich ein Vergnügen, dich bei uns herzlich willkommen zu heißen. Und ich bin gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Du hast eine aufregende Zeit hinter dir, eine wirklich aufregende Zeit mit viel Veränderung, mit vielen Erlebnissen, mit Schmerz und etwas Neues, wo du durchgegangen bist. Und lass uns doch einfach teilhaben an dem, wie es dir heute geht und wie du da durchgegangen bist. Okay. Ja, also danke. Es ist wunderschön bei euch, okay? Es ist mein Geschenk, bei euch sein zu dürfen. Danke. Ich freue mich so über eure wunderbare Ehe, über eure wunderbare Familienbeziehung und auch den guten Geschmack, den du hast in allem. Das gute Essen, die gute Freundschaft, die guten Worte, Halleluja. Ja, es ist eine große Freude für mich, hier zu sein. Ja, ihr Lieben, jetzt weiß ich gar nicht mehr das Datum genau, ich glaube, es war der 21. Juni, bin ich gestürzt in Uganda. Und das war kein natürlicher Sturz. Das war, also mir ist sofort der Jakob eingefallen, der mit dem Engel gekämpft hat. Und dieses ganze Ausmaß werde ich erst erkennen, warum Gott es zugelassen hat. Wisst ihr, das hat gekracht, als hätte ich jeden Knochen im Körper gebrochen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Aber Gott sei Dank, nur 4 Brüche in meiner Hüfte. Und durch einen wunderbaren Arzt wurde das alles wieder mit 2 Schrauben zusammengeschraubt. Ich habe alles noch meine eigenen Knochen drinnen. Aber natürlich kommt schon die Frage, wozu? Wisst ihr, warum ist immer die falsche Frage. Wozu? Wozu? Und weil alles, was in unserem Leben geschieht, muss zuerst die Erlaubnis von Gott bekommen, dass es uns erreichen kann. Und so war ich von Anfang an sehr gespannt, was hier wohl die versteckte Gnade, die versteckte Freude, der versteckte Segen dahinter ist. Meine Tochter Angel hat sofort, wie das passiert ist, mir gesagt, Mama, Gott bewahrt dich vor etwas Schlimmem. Nicht, ärgere dich nicht, nimm es an, das wird ein großer Segen werden in deinem Leben. Und ich spüre es schon. Also diese ganze Heilung, die Heilung macht ja Gott, aber wie er die Menschen zusammengefügt hat, dass ich jetzt wieder gehen kann, auch wenn mit Krückchen, aber ich kann gehen und ich werde bald ohne Krückchen gehen. Amen. Weißt du, dass ich total unerwarteterweise mit einer privaten Ambulanz von ein lieber Bruder aus Deutschland besorgt hat und der ist hinuntergeflogen mit der Ambulanz, mit 2 Ärzten. Mein Bruder war dann auch noch dabei, das war der 3. Arzt. Und ich habe, ja, das war unwahrscheinlich, das ist nämlich ein teurer Flug und hat mich keinen Euro gekostet. Und dann hat der liebe Bruder noch gesagt, jetzt bezahle ich auch noch diese Privatklinik und die Operation. Ich kam vom Staunen nicht heraus. Aber da habe ich etwas gebeten in Uganda, sie sollen mir eine Infusion geben von einem Schmerzmittel und einem Schlafmittel, damit ich den ganzen Flug schlafen kann. Ich habe 8 Stunden, ich glaube es waren 8 Stunden, geschlafen und bin dann in Innsbruck aufgewacht und es habe eine Woche gebraucht, um zu kapieren, dass wir in Europa sind und nicht mehr in Afrika. Wenn man wieder vom Fenster rausschaut, das schaut alles so europäisch aus, wir sind doch noch in Afrika. Also, und dort hat mich dann ein Arzt operiert, den mein Bruder mir besorgt hat, ein Spezialist im Privatsanatorium der Kreuzschwestern an der Kettenbrücke. Ja, und in Afrika wurde mir große Angst gemacht, dass ich also zu alt bin für so eine Operation, dass es riesige Komplikationen geben kann. Und dieser Arzt hat mich mit 2 Schrauben total wieder zusammengeflickt. Und der einzige etwas härtere Schmerzpunkt war, dass 2 Sehnen aus meinen Knochen rausgerissen wurden. Und da wird auch ein Stück vom Knochen rausgerissen. Und das hat lange wehgetan. Aber jetzt wird es besser von Tag zu Tag.
Und stellt euch vor, wie ich in der Klinik war in Tirol, ruft eine wunderbare Fürstin aus Deutschland an. Sie und ihre Familie haben ca. 34, 35 große Reha-Stationen im süddeutschen Raum. Und sie erfährt von einer anderen Gräfin, die zufälligerweise mein YouTube gesehen hat, das ich im Krankenhaus gemacht habe, dass ich Hilfe brauche. Und die ruft mich an und sagt, Maria, wir haben die Reha-Station, kommt unsere Reha-Station und sei unser Gast. Ich sag's euch, ich bin von einem Wunder ins andere gefallen. Die Gäste, die lieben Freunde, die mich besucht haben in der Reha-Station. Und ich konnte so vielen Menschen auf dieser ganzen, ja, auf dem Heilungsweg, den Gott mir jetzt hier geführt hat, konnte ich weiterhelfen in eine Liebesbeziehung zu Gott. Ich habe ganz viele Bücher ausgegeben. Ich habe mit vielen beten können. Ich habe einige zu Jesus geführt. Und es hat sich alles so wunderbar ergeben. Ich habe gesagt, Herr, mehr und mehr ist das eine Missionsreise. Maria, wie bist du mit den Schmerzen umgegangen? Du hast ja doch ziemliche Schmerzen gehabt. Ne? Ja, ja, habe ich schon gehabt. Aber weißt du? Du hast proklamiert. Du bist ja eine Kämpferin. Zuerst habe ich proklamiert. Durch die Streben des Herrn Jesus bin ich geheilt. Ah ja, ja, das habe ich proklamiert. Und dann hat sich aber sehr wenig geändert. Ja. Mhm. Und natürlich gegen Schmerzen in den Krankenhäusern geben sie das Schmerzmittel, obwohl ich meistens nur eine Schmerztablette am Tag genommen habe, obwohl sie nur vier oder fünf geben wollten. Und ich wollte auch, weißt du, Jesus hat so viel Schmerz für mich getragen. Und habe gesagt, Herr, ich will tragen, was ich kann. Und auch dir danken, was du für mich getan hast. Aber wisst ihr, wenn wir alles unserem Herrn Jesus überlassen, dann erleben wir Wunder um Wunder um Wunder. Und ich habe, glaube ich, auch schon lange nicht mehr so viel gelacht wie in der Zeit. Es war so viel, waren so viele herzergreifende Situationen. Und da möchte ich jetzt aus Johannes 15, 9 bis 11 lesen. Das ist die Andacht von meinem Andachtsbuch vom heutigen Tag, der 28. Juli. Und da heißt es, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und wisst ihr, diese ganze Zeit jetzt, das ist schon über einen Monat, habe ich große Freude in meinem Herzen. Und Freude, die nicht von den Umständen abhängt, sondern von der Beziehung mit Gott. Und da möchte ich euch heute die Andacht vorlesen. Das Leben, so wie Jesus es sich für uns wünscht, macht Spaß. Er hat uns schon jetzt vollkommene Freude zugesagt. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, ihm dienen zu dürfen. Wenn wir bereit sind, Ängste aufzugeben, die Angst alles verlassen, auf ein geregeltes Einkommen verzichten oder unsere liebgewordenen Gewohnheiten aufgeben zu müssen und ihm ohne Wenn und Aber nachfolgen, werden wir zu einer vollkommenen und göttlichen Form der Liebe durchdringen. Also ich habe die ganze Zeit gespürt, es ist keine Strafe, durch die ich gehe, sondern es ist ein Liebesprozess, dass Gott mich frei macht für eine höhere Dimension. Und da bin ich schon gespannt, was da noch kommt. Die Macht, die hinter dem Wunsch nach materiellen Sicherheiten steckt, bringt oft giftige Blüten hervor. Aber der Kern sitzt noch viel tiefer. Es ist letztlich Unglaube Jesus und seinem Wort gegenüber, der uns bei rein menschlichen und weltlichen Sicherheiten Zuflucht suchen lässt. Ihr Lieben, ja, zuerst habe ich proklamiert, dann habe ich einen lieben Pastor angerufen, und zwar den Pastor Daniel Exler. Ich habe gesagt, du, ich proklamiere dauernd, es rührt sich kaum was. Sagt er, da, Geduld brauchst du noch, Geduld. So, jetzt habe ich mit Geduld proklamiert. Und wisst ihr, später, eine Woche später, habe ich so einen Zorn bekommen, einen Zorn auf den Feind, weil die Wahrheit ist, dass ich durch die Streben des Herrn Jesus geheilt bin. Und das wollte nicht sich umsetzen. Und dann habe ich einen Zorn bekommen. Dann habe ich gesagt, Teufel, hau ab. Nimm deine Dreckpratzen von diesem Tempel des Heiligen Geistes und zwitschere ab. Ich bin durch die Streben des Herrn Jesus geheilt. Und wisst ihr was?
In Stunden ging es mir besser. Ich habe den Heiligen Zorn gebraucht, um wirklich radikal zu werden mit dem, der mir eigene Schmerzen zufügen möchte. Ja? Okay. Inzwischen bin ich würde sagen, 99% schmerzfrei. Und immer wieder darf ich erleben, dass dieses Wort Gottes aus Psalm 34, 9 wahr ist, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis meines Lebens. Ganz gleich, was ich durchmache, was ich erlebe, was auf mich zukommt, ich höre immer wieder nur zwei Worte. Vertraue mir. Vertraue mir. Und so bin ich wirklich voll des Vertrauens, was da noch Gutes rauskommt. Was Gott da noch versteckt hat in dieser Situation. Denn ich habe von Anfang an den Eindruck gehabt, es ist wie eine Situation beim Jakob, der mit dem Engel gekämpft hat. Es kommt Gutes. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten zusammenwirken. Eines garantiere ich euch, ich bin extrem dankbar geworden. Ich habe wahrscheinlich schon Millionen Schritte in meinem Leben gemacht, für die ich noch nie gedankt habe. Aber jetzt danke ich für jeden Schritt und bin dankbar, dass ich wieder gehen kann und noch besser gehen werde und freue mich für alle Wege, die Gott noch für mich vorbereitet hat, vor allem um sein Reich zu bauen, um Menschen hineinzuführen in ihre Berufung, ein Jünger Jesu zu werden. Und zwar Jünger werden so wie der Meister, dass wir alle so werden wie Jesus, das ist unser Ziel. Und da möchte ich noch, vertraue ich dem Herrn, dass er mir die Türen öffnet, dass ich Millionen Menschen noch dieses Geheimnis der Jüngerschaft offenbaren darf. Ich grüße euch herzlich und ich danke allen, die für mich gebetet haben. Ich bin sehr dankbar. Der Herr segne euch und begegne allen euren Bedürfnissen gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Ich liebe euch und ich bin dankbar. Shalom, shalom. Tschüss.